So, Jürgen, wir kommen einmal zu meiner ersten Frage. Und zwar, es gibt ja eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Holmatra und Opel. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Ja, da Opel das Thema Sicherheit immer sehr weit nach vorne stellt und sehr wichtig ist, waren wir natürlich auch sehr erfreut, wie dann Holmatra vor Jahren auf uns zugekommen ist, weil wir schon immer mit Feuerwehrtraining sind und haben gesagt, ja, wir hätten da gerne mal unsere Maschinen an euren modernen Fahrzeugen ausprobiert. Und da wir solchen Themen offen gegenüberstehen, haben wir gesagt, klar, wer immer uns anfragt, sei es Holmatra, sei es Weber, sei es Lukas oder andere Anbieter, wir würden da nicht die Türen zumachen, sondern wir stellen uns der Herausforderung, sagen, moderne Autos brauchen auch die richtigen Rettungstechniken. Kenne ich jetzt gar nicht, die anderen zwei Hersteller, die du genannt hast. Die sagen ja, aber wir sind da unabhängig, das muss man immer wieder betonen. Alles klar. So he said, the cooperation between Opel and Holmatra is really important to them because they're really open to the rescue topic and that's why they have a big cooperation with us here at the Interschutz and not only at the Interschutz, even across the Interschutz and Exhibition. Welche Vorteile bietet denn so eine Zusammenarbeit mit so einem Rettungsequipment-Hersteller wie Holmatra? Welche Vorteile zieht ihr daraus? Also man muss halt feststellen, die Fahrzeuge machen momentan einen gewaltigen Sprung, was Gewichtsersparnis angeht. Gewichtsersparnis angeht, geht natürlich nur mit Gewichtsreduzierung und das geht nur mit hoch und höchst und höher festen Stählen, sprich die geschickte Kombination. Und das muss man auch wissen, was bei der Rettung dann daraus passiert. Und deswegen sind wir natürlich auch daran interessiert, wenn wir immer modernere Fahrzeuge, wir launchen jetzt in Kürze den neuen Astra mit über 70% hoch- und höchstfesten Stählen, da muss man frühzeitig mit Geräteherstellern zusammenarbeiten, dass die Fahrzeuge auch in Zukunft im schlimmsten Falle auch gerettet bzw. geöffnet werden können. Und dazu ist die Kooperation unter anderem gut. Yeah, I ask what the cooperation is, like what advantages are there with the cooperation between Opel and Holmatra. And he said, basically, it's really important to keep up with technology, to stay up to date with technology, because reducing weights in the vehicles also comes with more stronger steel, different steels and materials, and that's why it's really important to keep up with the rescue tools and the technology of the car. So actually, in brand new cars, you can also be saved same the same way as you can be rescued in actually older cars. Yeah. And you should know, in the past you had many cases where people were really caught in a vehicle, but now thanks to this new type of materials and the combination and the airbags, it is more seldom. So in once people were saying, oh, this new vehicles, it's unsafe. No, it's much safer, but only if you have really severe and very traumatic accidents, it might be a need to have this recovery. And then you should be sure that car manufacturer, especially Opel, takes care about that this is considered up from the beginning. Absolutely, absolutely important. So Jürgen, wir machen das jetzt so, wenn ich die Frage stelle, stelle ich sie Deutsch und Englisch und du gibst einfach beide Antworten auf okay. Deutsch und Englisch. Ja, das ist einfach, that's the easiest thing. Jürgen, es gibt was Nagelneues und zwar ab August gibt es das neue OnStar-System von Opel. Was bedeutet das für das Rettungswesen und was bedeutet das natürlich auch für die Fahrer und Insassen in einem Auto? Yeah. My question is, in August, Opel is starting to introduce a new system called OnStar. What's the advantages and what's the positive thing about the OnStar system for the rescue teams and for the drivers and the victims in a car? As you notice that we have always an interest of safety as a topic, we also have to know very early when there is an accident. Not only active and passive safety, but the information when there is a heavy accident is important for the rescue chain we talk about. So OnStar is a system that in case of an emergency, it is automatically calling a service center, and then someone is calling into the car and saying, is someone hurt? And if there is no answer, immediately the next fire brigade is called to the spot, giving the information where it is located, what is the direction of the vehicle, so we know very early what is the situation. If someone is able to answer, we can also give the information, two people are hurt, three people are hurt, whatever the answer is. So there is a much better information for the rescue teams on the time or on the spot to be aware about what's coming up to them. Even if there is a chance to say the vehicle is flipped over or has a rotation or several other cars are involved. And so the information level is brought to the rescue team on the spot. Perfekt. So, einmal in Deutsch noch einen kleinen Umriss. Natürlich ist es sehr wichtig für die Rettungsteams zu wissen, was ist passiert. Und das OnStar-System bietet diesen Vorteil, dass
im Falle eines Unfalls, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, sofort eine Servicezentrale angerufen wird und im Fahrzeug das Mikrofon quasi geöffnet wird die Service-Dame oder der Herr am Telefon fragen kann, ist alles in Ordnung, was ist passiert, wie viele Personen sind im Fahrzeug. Es gibt ganz viele Fragen, die natürlich ganz wichtig sind. Je nachdem, was da für Informationen kommt. Aber das Mikrofon ein bisschen näher. Die sind natürlich dann sehr, sehr in der Lage, alle Informationen zu halten und auch auf Request, wenn jetzt zum Beispiel das Fahrzeug in den Busch reingefahren ist, man sieht es nicht. Man weiß zwar die Position, aber es gibt immer wieder ganz blöde Situationen, dass da der in die Böschung reingefahren ist, der Busch ist zugegangen, man sieht es da nicht. Dann kann selbst das OnStar Service Center die Alarmanlage bzw. die Hupe, den Warnblinker, das Licht anmachen. Das heißt, man kann auf sich aufmerksam machen und zwar sofort. Und das hilft natürlich, den Wagen schnell zu finden. Ja, das ist absolut sensationell. Es geht um Sekunden und deswegen, jede Sekunde, die wir gewinnen, ist eine Sekunde mehr zum Überlebenschance. Absolut sensationelles System und ich denke, es ist ein absoluter Fortschritt auch im Rettungswesen, Wir sind im 4.0 angelangt jetzt. Ja, absolut. Also, und neben diesen ganzen Rescue-Themen, Sie können ja auch ohne, dass da ein Notfall vorliegt, in dem Sinn Unfall, aber ein Herzanfall, dann gilt das genauso. Sie drücken den Knopf, dann werden automatisch, Sie haben höchste Priorität, durchgeschaltet und dann haben Sie die Verbindung, können sagen, mir geht es gerade gar nicht gut. Und selbst wenn Sie dann wegfäden, also ohnmächtig werden, danke, das ist englisch-deutsch. Als Engländer. dann haben Sie natürlich das Thema, der nimmt den Call auf und ruft auch sofort die Ambulanz und sieht zu, dass Ihnen geholfen wird. Das klingt sensationell. Kommen wir einmal zu diesen fahrzeugspezifischen Rettungskarten oder Rettungsblättern. Ja. Du hast hier auch zwei in der Hand. Ja. Was hat es damit auf sich und welchen Vorteil bietet das auch für die Rettungskräfte heutzutage? Also, was Sie hier sehen, ist jetzt der Weltstandard der Rettungsdatenblätter. Das ist standardisiert über einen ISO-Ansatz. Und wir haben das in Zusammenarbeit mit allen Herstellern, also jetzt nicht Opel, sondern wir sind da alle an demselben Thema dran, standardisiert. Das heißt, die Rettungskräfte kriegen hier die Informationen so aufbereitet, dass die wichtigsten Daten, einmal wie sieht das Auto aus, und zwar von allen Seiten, von vorne und von hinten, weil nach dem Unfall sehen die selten so schön noch aus. Und Sie sehen also einmal diese Ansicht, dann haben die in der Mitte diese Informationen, wo sind die Airbags, wo sind die Batterien, ganz wichtiges Thema. Wo sind die Gurtstraffer, wo ist der Tank, es könnte aber auch sein, wo ist der Gastank. Das sind alles Informationen, die hier drauf sind. Und hier jetzt zum Beispiel am Beispiel Meriva, Besonderheiten. Besonderheiten am Meriva sind jetzt die gegenläufigen Türen. Wie man sie hier sieht, ganz genau. Ja, ja. Wichtige Information für das Rettungsteam, dass sie an der richtigen Stelle anfangen zu spreizen, zu schneiden, weil wieder festzustellen, hochfeste Türen, an der falschen Stelle angefangen, kostet nur Zeit und Mühe, muss nicht sein. Deswegen in Kombination mit dem richtigen Tool, dem Fachwissen, den Detailinformationen, die auf den Datenblättern zu finden sind und natürlich der Ausbildung. Und deswegen, wir geben auch bei Opel ganz viele Ausbildungen für freiwillige Feuerwehren oder Berufsfeuerwehren, wo die an den modernen Fahrzeugen, wie wir es jetzt auch hier gerade demonstrieren, üben können, was auf sie zukommt. Diese Datenblätter... Jürgen, ich unterbreche dich nur ganz ungern, aber die Regie hat mir gerade einen Hinweis gegeben, wir müssen so langsam zum Ende kommen, denn die Challenge wird hier gleich losgehen. Gut. Tut mir leid, aber wir haben auf jeden Fall in dieser Woche nochmal Zeit, miteinander darüber zu sprechen. Das ist ein ganz interessantes Thema, vor allem auch, weil es einheitlich für alle Fahrzeughersteller gilt. Ein Satz darf ich noch schnell sagen. Also die Datenblätter werden unter anderem bei der DAT, das ist ein Zusammenschluss von allen Herstellern, zentral verwaltet und auf einer Software angeboten. Das heißt, man muss jetzt nicht bei Opel nur gucken und bei Volkswagen, sondern man kauft sich eine zentrale Software. Dort ist alles hinterlegt und man kann dann das als Feuerwehr auch sehr kostengünstig nutzen. Wunderbar. Das ist absolut ein sensationelles System. Meine Damen und Herren, wir sind schon am Ende des Interviews. Jürgen, nochmal vielen Dank für deine Zeit.